Yo, Leute, jetzt geht's weiter mit, genau, richtig, mit Fallout 4 und, bevor ich hier jetzt weitermache, habe ich noch eine ganz kleine Frage an euch, und zwar schreibt es unten in den Kommentare, soll ich da wieder den Untertitel wegmachen oder soll ich den jetzt da lassen, weil Daniel ist wieder weg. Deswegen war, glaube ich, auch die letzten zwei Folgen hier die, der Sound im Spiel bisschen leiser, aber ich finde irgendwie, also mich persönlich stört der Untertitel ein bisschen. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ich ihn da lassen soll oder ob ich ihn wegmachen kann, weil mich persönlich, ich weiß auch nicht, ist irgendwie ungewohnt, dass da auf einmal unten was steht und ich mag das nicht so. Also schreibt es unten ruhig mal rein, damit ich Bescheid weiß. So, jetzt müssen wir, beziehungsweise wir können hier mit den, wie heißt der nochmal, der alte Langverlang reden und Inselmanach. Almanach. Ach so, das ist Comic. Du hast Kartenmarkierungen interessante Orte auf der Insel freigeschaltet. Ja, nice. Cool. Ja, habe ich. So, dann reden wir mal mit den alten Langverlang. Captain Avery meinte, du kannst mich nach Arcadia bringen. Hab gehört, es gab einen Kampf. Machst du dir die Hände schmutzig? Ich führe keine Leute mehr in den Nebel und in den Tod. Der Letzte konnte nicht mithalten. Keine 5 Minuten. Arcadia? Kannst du mir mehr über Arcadia erzählen? Dort sind seltsame Leute. Sie nennen sich Synths. Ach so. Sie wollen dort eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. In Frieden leben. Sie haben Gutes für uns Inselbewohner getan. Besonders die Nebelkondensatoren. Ohne die würde es selbst Verhaber nicht mehr geben. Jeder hat seinen Preis. Ich bin hart genug. Suche Ausreißer. Ich bin hart genug. Ich bin kein namenloser Festlandbewohner. Ich bin hart genug für eure kleine Insel. Du knallst ein bisschen Blei gegen den Rumpf und denkst, du kannst jetzt einfach in den Nebel spazieren? Im Vergleich zum Landesinnern ist das hier ein Kinderspiel. Was interessiert's dich? Jeder hat seinen Preis. Bin rumgekommen. Ehrlich? Sehe ich aus wie ein normaler Festlandbewohner? Ganz ehrlich? Nein. Das sehe ich vollkommen anders. Ich kann dich nach Arcadia bringen. Aber du musst auf mich hören. Dahin gehen, wohin ich sage. Wenn ich es sage. Okay. Ja, trotzdem nicht einfach. Pack Grundbedarf wie Radex und so weiter ein. Dann kann die tatsächliche Arbeit anfangen. Kein Problem. Irgendwie vorbereiten, brauche etwas Zeit, dann los, kommentiere mich nicht rum. Irgendwie vorbereiten, Sollte ich mich irgendwie vorbereiten? Munition, Stimpaks, vielleicht ein paar Raketen. Da gibt's Schlimmeres als Meyerlocks. Okay. Dann los, Longfellow. Dann komm mal. Longfellow. Ja, der sagt's auch so. Nice, okay. Gut, ich hab schon mal den Namen richtig ausgesprochen. Wenn auch die letzten Zimmer Folgen. Hast, sprich mit Mitch. Mitch. He's a bitch. Ich weiß. Aber danke für die Info. Öffnen. Jetzt geht's. Hab ein bisschen rumgebarkt. Und ich habe jetzt bald die 100 Abonnenten-Marke geknackt. Auch wenn es ein bisschen lang gedauert hat, ist egal, dann dauert es halt ein Jahr, bis ich 100 Abonnenten habe. Trotzdem, ich bin stolz darauf. Dankeschön an alle Abonnenten und auch an die, die vor allem meine Videos anschauen. Ja, und ja, Dankeschön. Es gibt natürlich dann wieder ein Abonnenten-Special, beziehungsweise ein 100-Abo-Special werde ich dann machen. Ja, trotzdem danke ich schon mal im Voraus. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, aber fast. Dauert nicht mehr lange. Verschwinden wir aus der Stadt. Arcadia liegt über der Nebelgrenze auf dem Berg. Ist ein Stück zu laufen. Mein Ofen. Den will ich auch. Absolut widerlich, aber es hilft. Möglei Dörfleisch. Aha, okay. Wir müssen durch das Hauptgebiet durch, rauf zum alten Bergpfad. Ich muss es nur noch schauen, weil ich ja überladen bin.
Ich kann aber jetzt nicht zurück. Das ist ein bisschen blöd. Schrott habe ich auch viel dabei, oder? Ja, ich habe... Ja, es geht. Es geht. Ja, ich versuche trotzdem mal mit ihm jetzt loszugehen hier. Der Nebel ist anders als alles, was du vom Commonwealth kennst. Festlandbewohner meinen, dass eine Dosis Radix alles heilt. Spuren, Frische, Fallensteller. Geh in Deckung, wenn die Kugeln fliegen. Halt den Kopf. Oh. Unten, wenn du leben willst. Falsche Taste. Ich habe jetzt momentan die Steuerung von Payday drinnen, weil ich das momentan oft zocke, deswegen. Hab ich dich. Fallensteller, aha. Plündernder Fallensteller. Ich habe etwas entdeckt. Jetzt kann ich meine Harpune ausprobieren. Richtig. Nice. Ja, Mann, die ist übelst. Die ist übelst. Die zerlegt. Richtig. Ja, nice. Seht ihr das? Da sind nur noch Stückchen übrig. Ja, nice. Hummerfallen. Helm. Ja, schaut da cool aus. Nice. Auch nicht viel, Schutz, aber trotzdem, das schaut cool aus. Die neue Mode hier in Verheber. Die in ist. Was bin ich denn? Haha, Mensch. Ich glaube, ich muss mein Zeugs irgendwo ablegen, weil ich bin echt voll. Legendär? Der ist legendär, echt? Wenn der legendär ist, dann hat er ja bestimmt eine legendäre Waffe dabei. Küstenrüstung, aha. Schaut auch nicht schlecht aus. Why not? Wie riesig. Die ist ja übelst, die Waffe. Voll riesig. Ich brauche irgendwas, was meine Ausdauer noch weiter hochtreibt. Hier ist er. Jagdgewehr des Killers. Bingo. Plus 50 Schaden, wenn du zielst. Ach, nice. Aha. Und auch noch ein Jagdgewehr. Das ist geil. Perfekt. Cool. Freut mich. Gut, gut, gut. Das ist gut. So. Okay. Du kämpfst gar nicht mal so schlecht. Dachte, ich müsste mich um alle allein kümmern. Vielleicht machen wir ja noch einen richtigen Haberbewohner aus dir. Ja, ich habe schon viel erlebt, mein Freund. Der Nebel kann dir übel mitspielen. Da wird man ganz kirre. Der spielt mit deinem Gehirn. Fallensteller waren schon immer übel, aber jetzt sind sie voll irre, verrückt, hier ist crazy. Sei also nicht überrascht, wenn wir es mit Tieren zu tun bekommen. Ich glaube, ich wechsle jetzt mal hier die Waffe. Ne, ich weiß, ich kann ja das auch wechseln mit meinem Kreuz, aber ich will hier mal das Jagdgewehr ausprobieren. Des Killers. Mal schauen, wie das so ist. Right away. Das sind hier wieder Ghule. Kickball. So, der hat jetzt keinen Kopf mehr. Der ist jetzt auch ganz sicher tot. Oh, ich gehe mal da lieber nicht rein. Überall ist hier der Nebel. Der Nebel. Alles zerstört. Oh, jetzt bockt hier wieder das Spiel ein bisschen rum. Ich weiß auch nicht warum. Aber es bockt ein bisschen rum. Ich weiß nicht, wie es bei euch auch schaut, aber bei mir zittert es ein bisschen rum. Voll komisch.
Das ist. Vielleicht muss ich mal hier, das mal abwischen. Spiel von mir. Vielleicht sind da ein paar Kratzer drin. Das kann auch sein. Auf jeden Fall ist es echt komisch. Hallo, Wolfi. Was geht? Aua. Aua, die sind ja voll laut hier. Hier ist alles noch aggressiver als anderswo. Es gibt noch viel zu tun. Okay. Nee, ich komme schon damit klar, keine Sorge. Ich bin nicht so eine Pussy. Hörst du das? Oh. Die bleiben oft im tiefen Nebel. Wir halten uns lieber fern. Aber man weiß ja nie. Aber man weiß ja nie? Ich muss hier ein bisschen meine Ausdauer rechts unten wieder aufladen, weil ich ja überladen bin. Ich habe eh schon extra so einen Skill, dass ich schneller bzw. normal gehen kann, wenn ich überladen bin. Ansonsten würde ich so schnell sein. War die ganze Insel von Nebel bedeckt. Der Nebel verschwand. Die Leute kamen zurück, aber wurden bequem. Nahmen alles als gegeben. Die Leute vergessen schnell. Ist alles schon mal passiert. Aha, okay. Und direkt so viel, ja, ich weiß, ich muss jetzt kurz wieder mal eine Pause machen. Da wird man wirklich high hier, oder? Stachler, werde ich high gerade? Keine Ahnung. Was war das? Was war das? Weichpanzermehlkleidung. Aha. Erwischt. Junge Schlinger. Die kämpfen gegen den Miroklei oder was? Echt jetzt? Krass. Oh oh. Oh oh. Verdammt. Ach, der Mirklei macht die voll fertig. Ja, nice. Ja, nice. Das ist ja gut für uns. Was? Zahnkiste? Was ist denn das? Ach so, Zigaretten. Nee, Zigarrenkiste. Ach so, Zigarrenkiste. Hab mich verploppert, Entschuldigung. Okay, was, ein Löscher? Nice, ist da ein Löscher dabei, warum nicht? Ein Flammenlöscher. Feuerlöscher. Ja, und wie es jetzt weitergeht hier durch den Nebel, das seht ihr in der nächsten Folge. Und der redet hier weiter. Dreimal so groß wie ein Mensch. Ui, das hört sich sehr groß an. Ja, wie es weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Peace und lasst ruhig ein Däumchen nach oben da. Das wäre nett.